So, willkommen zu einer neuen Folge auf Webkanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Raid am Mittwoch. Direkt am Mittwoch, denn wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende gibt es auch wieder den Schocker der Woche. Ich möchte gar nicht weiter rumlabern, sondern direkt mit den Highlights starten. Angefangen hat die Woche beim Punktekonto. Den habe ich mitgekriegt. Das ist ja eine Frau. Also so viel kann ich zur Privatsphäre sagen. Ich denke immer Punktekonto männlich, aber ist weiblich. Ne? Geht euch das auch so mit euren Freunden, dass ihr jahrelang chillt und dann plötzlich merkt, das ist ja ein Penis. Ja, das klingt jetzt wieder wie ein Kleinkind. Also den Teil denkt ihr euch weg. Also in dem Fall hatte sie keinen Penis, sondern war halt eine Frau. Also es gibt aber auch Frauen mit. Also das ist wieder zu kompliziert. Deswegen, hier gucken auch Kinder. Punktekonto Glücksfreund geworden, Lennart. Da müsste man jetzt auch wieder rätseln. Hat er einen Spaß. Grüße gehen raus an Lennart, Glücksfreund geworden, Anime-Fan, Glücksfreund geworden. Dann Lenzart, das ist sein Bruder, sein zarter Bruder. Der hat ein 100er Potrot erlöst, also aus einem Krypto heraus. Shiny Kabuto geplust und Skobbelscheine geplus. Versteht ihr? Feuerwehrfrau, Glücksfreund geworden. Einsendungen gab es von ihr diese Woche leider auch nicht. Chef24, ein Garnovillain-Shiny gebrütet. Eiskorb Jens, da habe ich mich gefreut. Vor allem, wir haben momentan gerade keine Maß hochgeladen, obwohl noch 1000 Maß fertig sind. Und er hat von sich aus den Weg in den Stream gefunden und sogar was für Raider Mittwoch eingereicht. Grüße an den Eiskorb Jens. Über das Shiny aus dem Ei habe ich mich gefreut, schreibt er hier bei dem Tornador. Eins, dann zwei, dann drei und schon steht das 100er vor der Tür. Das reimt sich absolut nicht, aber trotzdem, guckt es euch an, das Flapterix 1, 2, 3, Bab erlöst, zack, 100% nochmal als Aerobterix entwickelt. Was macht man damit? Nix. Aerobterix machst du? Nix. Kannst du dir so merken. Wait, what? Dachte, machst du deine zwei Spezialtrades und dann dachte ich, die Zahl kenne ich doch. 100% Mewtwo. Ich bin momentan mit meinen zwei Spezialtrades so, dass ich immer sage, pupsi, können wir was tauschen? Dann nehme ich mir einfach ihr Handy und gehe auf legendäre, die Ältesten und da hat die alles von 2018 und jeden Tag alles wird lucky. Wir sind keine Glücksfreunde, aber alles, was ich mir von ihr rübertausche, die zwei Legendären, was da dabei sind, die Vögel, die Mewtwos, die Regis, die Ho-Ohs, alles wird lucky, weil es alles von 2018 ist, so ungefähr. So, dann nochmal, diese Woche ist krass bei mir, 100% Pandir, das ist auf jeden Fall auch richtig cool. Und nochmal ein 100er getauscht, PS, wieder ohne Glücks. Ja, sieht man ja, es ist ja kein Glückshintergrund da, also das hätte ich auch noch von alleine hingekriegt. So, Timo Rüger zeigt uns ein Shiny Krypto Lugia. Der hat eine neue Truppe gefunden, war unterwegs, macht wieder Spaß bei ihm, hat er gesagt. Haben die am Samstag gar nichts bekommen, kein Shiny, am Sonntag gleich drei Stück in einem Raid. Das war auf jeden Fall cool. Ist für mich aber nicht Schocker der Woche, denn da haben wir was anderes. Shenaya hier, 100er Rotomurf, Shiny Krypto, Macholo, Aero Kack, Sprühl, Shiny Nummer 1 und Nummer 2 mitgenommen. Dann auch Shiny Krypto, Lugi A. Sören, endlich ein Shiny Rosana in Pokémon Go. Jetzt ist er der zweite Alexander Ahringer, schreibt es euch auf. Shiny Rosana, Blood and Tears, die hat wieder abgeräumt hier. Shiny, Baldorfisch, Snubbull, Mediti, Fucano, Goldini, schon seit 100 Jahren kein Goldini mehr gesehen. Quaff, Waff, Panzer, Aeron, Zwirlit, Roto, Murf, Schlurp. Dann geht's weiter mit 100% Jenny. Und hier auch Krypto Shiny, Lugia Shiny, Ammonitas, Flapterix, Skoppel Shiny, Galapafloss, Pandimos, Aerokack, Sprühl, Kabuto, Enton, Voltolos und ein 100%iges, erlöstes Lugia. Danke nochmals für das Shiny Lugia, habe ich zwar nicht gebraucht, aber für umsonst nimmt man es doch gerne mit. Okay, also. Dann haben wir hier beim Black Viber Cat, also der schwarzen Schlangenkatz, haben wir ein Brogolos in 100% Shiny. Ist das noch vom C-Day? Nein, dann müsste ja das Datum vom letzten Jahr dran stehen. Hier steht ja 9.8.2024. Da fehlt aber was. Was ist damit? Das ist mir nicht geheuer, deswegen lassen wir es mal einfach so stehen. Dann haben wir hier durch den täglichen Rauch bekommen, vielleicht möchte er einfach nur nicht, dass ihr wisst, wo er wohnt, wo die schwarze Schlangenkatze beheimatet ist. Das kann natürlich auch sein, bevor ihr da wieder sonst was hineininterpretiert. Ich mache mich ja gerne mal lustig. Ah, tatü, tatü.
Wo kommt das her? Pupsi hat in letzter Zeit zu viel Kaulitz geguckt, glaube ich. Durch täglich Rauch bekommen auf jeden Fall hier ein fettes Bieser Flor. Kaiser Kai, 100%. Flapterix, 100er. Dickter. Shiny, Flapterix, Amarino, Ordok und Galappa Floss. Alles aus 7 Kilometer Eiern oder was? Habe ich keine gebrütet. Dann haben wir hier unten nochmal Shiny Wuffels, Shiny Kryptolugia 1 und 2 und ein erlöstes 100%iges Lugia. Ihr seht, die Dinger sind nichts wert, weil die irgendwie jeder hat. Dann nochmal und noch ein 100er Krypto, diesmal ohne Meisterball und damit 300er von dem. 200%ige Krypto Lugia und ein erlöstes 100er Lugia aus dem Krypto heraus. Das ist schon fett, das ist brutal und neben dem 100er Lugia erlöst ist ja eigentlich nur ein 100er Krypto noch krasser. Steht aber nicht alleine, denn der Margo FedEx hat auch ein 100%iges Krypto Lugia. Können ja nicht beide Schocker der Woche sein, deswegen haben wir noch was anderes. Mac Maggie, Shiny Anurit ist jetzt neu drin. Andy Vorbeck, aus dem zweiten täglichen Spezialtausch bekam meine Freundin schönes Lucky Shando. Finde ich eigentlich schön, aber der Hintergrund stört mich schon wieder und das Ding ist gelb, der Hintergrund ist gelb, das geht wieder total unter, ist mega verloren. Farbige sieht da schon besser aus, der hebt sich besser vom Hintergrund ab. Endlich, oh jetzt sind wir beim Alexander Ahringer angekommen. Endlich ein 100er Farbigel in Glücks in Pokémon Go. Benjamin Shando im Glückstausch bekommen. Läuft mit den 100 R'n. Driftlon hier. Dann wieder Solos oder Kryptos oder Dingsbums. Krypto-Voltenso im Solo. Ohne Edelsteine benutzen besiegt. Der Boss hatte Standpauke. Funkensprung 4 Sekunden übrig. Das muss also wirklich eine harte Nuss sein. Krypto-Blanas im Solo. Ohne Edelsteine benutzen besiegt. Boss hatte Finde Strauchler 60 Sekunden, scheint also besser zu gehen. Und Lavados im Solo geschafft. Boss hatte Flügelschlag, Hitzekoller 16 Sekunden übrig. Also im Duo war das auf jeden Fall gar kein Ding, wenn die Leute das sogar im Solo schaffen. Shinook, Silvio, Kudde, Togepi, Shiny mitgenommen. Dann seine persönliche Quest des Monats für die Woche. Seite 4 von 5, wird er es schaffen, Seite 5 von 5 in einer Woche zu erledigen, das ist meine Quest für die Kampfwoche. Denn wenn er das schafft, am Ende gibt's Fett und das will jeder haben und deswegen richtig cool. Ich habe diese Saison schon noch gar kein einziges Mal GBL gespielt, aber Shinox ist der GBLer durch und durch. Das finde ich cool, der hat Ziele, der ist da streng dahinter, der macht sein Ding. Cumulus, Aero-Kack-Sprüh mitgenommen, Shiny, Macholo, Shiny, Nuller Fleckmon. Shiny, nicht, genau, 100% Lil Yep, Shiny Lil Yep Krypto von Cliff auf dem kleinen Account und Nocturne Shiny, das waren sogar jetzt schon die Highlights, jetzt kommt aber noch der Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal nicht von Adischatz mit dem schwarzen Gummimund, nein, haltet euch fest, der kommt von Pip, vom Pierre. Vom Pierre, vom Astra Pierre, der Dole Pi, hier ein Schocker der Woche. Richtig selbstbewusst und stark wusste er schon, alle haben erlöstes 100er, manche haben 100er Krypto, manche haben Shiny. Er hat einfach das 100% Shiny Krypto. Das ist auf jeden Fall brutal, ich weiß gar nicht, gab's das schon mal? Ich meine, ja, vielleicht gab es schon mal Shiny Macholo Krypto 100%. Ich bin mir gerade total unsicher. Wahrscheinlich gab es das auch nicht. Vielleicht gab es das schon mal, aber da hast du ja gefühlt immer die Gelegenheit dazu. Dieses Wochenende, wo das Ding 2 Tage da war und man das raiden muss, das also schwieriger zu bekommen ist und dann ein Shando. Das ist auf jeden Fall der Schocker des Jahres wahrscheinlich. Ich weiß, gab es schon mal ein 100% Shiny Krypto? Dann schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten Glückwunsch an Dolepi. Das ist fett. 2115 Schocker des Jahrhunderts. Peace out, Vorhaut. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.